In diesem Video tanzen wir wieder gemeinsam. Mein Name ist Goldminka und hier auf meinem YouTube-Kanal bekommst du von mir Burlesque-Tanzvideos zum Mittanzen für mehr Sinnlichkeit und Selbstbewusstsein in deinem Leben. Wenn dich das interessiert, dann abonniere hier gerne meinen Kanal. Und wenn du noch weiter mit mir tanzen möchtest und dich noch schöner, sinnlicher, selbstbewusster fühlen möchtest, dann komm gerne in meinen Zoom-Kurs. Die Informationen blende ich dir hier nochmal ein und anmelden kannst du dich per E-Mail an diese E-Mail-Adresse, die hier auch gerade steht. Genau, und jetzt heute hier in diesem Video zeige ich dir wieder eine Tanzkombination. Dann erkläre ich sie dir Schritt für Schritt und ganz am Schluss tanzen wir beide wieder gemeinsam. Los geht es! So, das ist unsere heutige Tanzkombination. Sie besteht aus Hüfte wackeln, einer Pose, Bumps und Grinds, drei Schritten nach vorne laufen, den Schulterwirbel und einer Schlusspose. Okay, dann geht es los. Du kannst direkt mitmachen, wenn du möchtest. Du stellst dich in eine schöne Pose. Dazu nimmst du erstmal beide Füße zusammen und drehst sie so 45 Grad nach außen, dass sie in die Ecke des Zimmers zeigen. Ja, und du schaust jetzt auch in die Ecke des Zimmers. Jetzt drehst du dich mit deinem Oberkörper nach vorn und stellst das vordere Bein auf. Das vordere Bein ist das Bein, was zum Publikum zeigt. Also jetzt hier zu dir. Dann als nächstes, ja, achtest du darauf, dass du hier eine schöne Pose hast. Du richtest dich auf, aus deinem Oberkörper scheint die Sonne. Das heißt, du bist hier schön stolz und fällst hier nicht so in dir zusammen. Richte dich auf, lass die Sonne hier aus deinem Dekolleté scheinen. Dein Hals ist lang und dein Kopf wird an einem Silberfaden nach oben gezogen. Und jetzt packst du dir beide Hände in die Hüfte. Und anschließend wackeln wir mit der Hüfte. Das kannst du jetzt so oft machen, wie es zu deiner Musik passt und wie du dich gut damit fühlst. Ich jetzt hier in diesem Video wackel jetzt viermal. Also 1, 2, 3, 4. Jetzt machen wir eine Pose. Und dazu nehmen wir jetzt beide Arme gleichzeitig nach oben. Also, Arme nach oben und tada! Ich mache das nochmal und erkläre nochmal ein kleines bisschen was dazu. Und zwar, währenddessen du die Arme nach oben nimmst, nimm sie den ganzen Weg nach oben. Also, das heißt, du fängst wirklich von unten an und hier nicht in der Mitte irgendwo. Ja? Deine Arme sind schön gestreckt, du hast die schönsten Arme der Welt und du kannst dabei einem Arm hinterher schauen. Ja? Also nochmal, beide Arme nach oben. Und währenddessen du deine Arme hochnimmst, bleiben deine Schultern unten. Also deine Schultern kommen hier nicht hoch zu den Ohren, sondern sie bleiben unten, obwohl die Arme oben sind. Und ja, du hast hier schön lang gestreckte Finger. Und bist stolz und hältst jetzt diese Pose einfach mal für 2 Sekunden. Und spür mal in dich hinein, was das so mit dir macht, wenn du in dieser Pose für dich stehst. Genau.
Und jetzt nehmen wir die Arme wieder nach unten. Ist auch ganz sinnlich, genüsslich und schön. Und ja, stehen jetzt wieder in einer eleganten, schönen Haltung. Anschließend machen wir die Bumps und die Grinds. Und dazu stellen wir jetzt unsere Füße nebeneinander auf. Ja, also so ungefähr hüftgelenksbreit auseinander, nach vorne. Und jetzt kommen die Bumps. Die Bumps sind diese schnell zackigen Bewegungen, also diese hier. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Also zweimal, zweimal zu jeder Seite. Genau. Jetzt die Grinds. Die Grinds sind jetzt diese weich geschmeidigen Hüftachten. Das bedeutet, du stellst dir jetzt vor, du hast hier an deiner Hüfte zwei Stifte, die so nach unten zeigen. Und mit diesen Stiften malst du jetzt auf den Fußboden gedanklich eine Acht. Das ist die Bewegung. Und du kannst dich dabei auch hier genüsslich streicheln und einfach diese Bewegung für dich genießen. Und eine Vorstellung, die dir jetzt dabei hilft, die Bewegung noch schöner zu bekommen, ist dir gedanklich Wasser durch die Hüfte fließen zu lassen. Ja? Also du malst jetzt eine Acht und lässt dir so Wasser durch die Hüfte fließen und spür auch hier bei dieser Bewegung mal in dich hinein, was das mit dir macht, wenn du so deine Hüfte bewegst. Und die Grinds kannst du so lange machen, wie du möchtest, wie du dich wohlfühlst und wie das Ganze zu deiner Musik passt. Und wenn du nicht weißt, zu welcher Musik du das Ganze hier eigentlich tanzen sollst, dann habe ich dir unten unter dem Video hier auch in der Videobeschreibung eine Playlist verlinkt mit richtig schöner Burlesque-Musik. Ja, die Burlesque-Musik alleine macht schon glücklich. Leider darf ich diese Musik hier nicht verwenden in meinen YouTube-Videos, was wirklich schade ist. Also, ja, also wenn du Burlesque-Musik haben möchtest, dann schau hier einfach mal in die Videobeschreibung in die Spotify-Playlist. Die habe ich dir dort verlinkt. Genau, also jetzt, wir waren bei den Bumps und den Grinds. Und anschließend laufen wir drei Schritte nach vorne. Dazu legen wir jetzt unsere Hände auf ein Wolkenkissen ab, dass das Ganze schön elegant aussieht. Und jetzt ganz einfach, drei Schritte. Eins, zwei, drei. Und wir stehen jetzt wieder in dieser Pose ganz am Anfang. Ja, also ein Bein aufgestellt, hier eine schöne, elegante Kurve, Oberkörper immer noch aufgerichtet. Lächeln, strahlen, stolz. Und jetzt machen wir den sogenannten Schulterwirbel. Das bedeutet, wir drehen jetzt unsere Schultern nach hinten. Dazu nehmen wir die Arme einmal runter, Handflächen zeigen zum Boden und jetzt drehen wir große Kreise mit den Schultern. Ja, macht es hier nicht so, das nicht, sondern schön elegant. Arme strecken, Hände zum Boden und große, elegante Kreise. Das kannst du auch mal so ein bisschen variieren, indem du hier so zur Seite schaust. Andere Seite. Und jetzt die Schlusspose. Und dafür nimmst du wieder beide Arme nach oben. Tada! Genau, das ist die kleine Tanzkombination des heutigen Videos. Und ich tanze sie dir jetzt noch einmal mit Musik vor. Das heißt, wir beide tanzen nochmal mit Musik. Und vergiss nicht, wenn du noch mehr mit mir tanzen möchtest, dann freue ich mich riesig, dich in meinem Zoom-Kurs jeden Donnerstag live zu sehen. Okay.